Der Bundesfeuerwehr-Jugendwettbewerb in Traskirchen war ein echtes Highlight. Das Können der jungen Feuerwehrmänner und Frauen in Traskirchen konnte sich sehen lassen. Nach rund 2 Jahren Pause war es endlich wieder soweit. Der Leistungswettbewerb der Bundesfeuerwehrjugend konnte nun wieder ausgetragen werden. Jeder hat sich auch wirklich riesig darauf gefreut, dass solche Veranstaltungen wieder stattfinden haben können. Ja, und wir selbst auch als durchführende Organisation des Bundesfeuerwehrverband, wo wir sozusagen die Staatsmeisterschaften jetzt austragen durften, wir sind sehr, sehr froh, dass es in dieser Form gelungen ist. Und wir sind aber vor allem sehr, sehr dankbar, dass so viele zusammengeholfen haben, um dieses Event zu einer großartigen Veranstaltung zu machen. Teilgenommen haben diesmal 52 Bewerbergruppen mit 500 Jugendlichen aus ganz Österreich und Südtirol. Zu absolvieren waren ein 400 Meter Staffellauf und ein Hindernisparcours. Es war ein toller Bewerb, toll organisiert. Man kann ja nur Danke sagen allen Organisatoren hier in Traiskirchen und alle, die mitgeholfen haben, dass dieses Event für die Jugend aus ganz Österreich und Südtirol zu einem großartigen Erlebnis geworden ist. Und wir haben auch genau das gespürt. Gerade heute am Bewerbstag war es eine großartige Stimmung. Ja, zusammengefasst, ein tolles Event für die Feuerwehrjugend Österreich. Und ich habe es auch gestern schon bei der Ansprache, aber heute auch nochmal gesagt, das ist schon als Bürgermeister auch nochmal doppelter Stolz, wenn man weiß, was man da an dem Feuerwehrabschnitt an Professionalität, an Strukturiertheit, an Klarheit hat. Also das, glaube ich, kann man nicht überall bieten, was wir da in Traiskirchen auch an Latte gelegt haben, und das ist großartig, und da danke ich dem Oliver als Abschnittskommandanten, aber dem gesamten Team unserer Feuerwehr. Unglaubliche Leistung, macht den Bürgermeister noch mit doppelt stolz. Die letzte Woche war ziemlich heftig. Im März haben wir erfahren, dass wir den Bewerb starten werden, und da haben unsere Vorbereitungen eigentlich dann schon begonnen, und jetzt die letzte Woche, kann ich sagen, so oft hat mein Telefon schon lange nicht mehr geläutet, nur vor kürzester Zeit. Es ist so ausgegangen mit dem Akku, Gott sei Dank, aber es war wirklich heftig. Ich muss auch dazu sagen, noch einmal ein Dankeschön an mein Organisationskomitee. Die haben mich irrsinnig entlastet. Die haben alle selbstständig gearbeitet, in ihren Bereichen selbstständige Entscheidungen getroffen. Und so kann man Bewerb in dieser Größenordnung auch durchführen. Und das war einfach nur ein riesengroßes Teambuilding-Seminar. Wir haben einen neuen Feuerwehrabschnitt gegründet. Die Feuerwehr in der Stadt Traiskirchen und die Feuerwehr von Städten haben bis jetzt schon sehr gut zusammengearbeitet. Und der neuen Struktur, glaube ich, wird das noch besser möglich sein. Und das war wirklich ein Erlebnis. Es war ein Erlebnis. Erstens einmal danke an die Kameradinnen und Kameraden, an das Organisationsteam, auch an die Stadt Traiskirchen für die wirklich tolle Vorbereitung und für die hervorragende Gastfreundschaft. Von wo seid ihr? Von Bremsdorf in der Steiermark. Seid ihr Teilnehmerinnen oder seid ihr Fans? Wir sind bei der Feuerwehr dabei, aber wir haben als Fans die Feuerwehr unterstützt. Habt ihr heute schon Bewerb gehabt? Ja. Wir haben gerade vorher sind wir gelaufen. Wie ist es gelaufen? 48. Perfekt. Also fehlerfrei und eine gute Zeit. Ja. Wo seid ihr? Wir sind vom Mittelburgenland. Wir sind von Steinberg. Wie habt ihr euch vorbereitet? Habt ihr ordentlich trainiert? Ja, wir haben sehr lange trainiert, 2-mal die Woche. Und ja, sind öfter gelaufen, 2 Stunden. Gestern haben wir auch Training gehabt. Geht eigentlich. Ja. Und wo kommt ihr? Von welcher Feuerwehr in Oberösterreich? Von der FF Guckenberge in Oberösterreich. Bundeswettbewerb, ist das super? Ja, es ist richtig gut. Wieso seid ihr so in Oberösterreich so guter Jugend? Liegt nur an die Trainer. Und du bist auch dabei gewesen heute? Ja. Und stolz auf die Goldmedaille? Auf jeden Fall. Das ist cool bei der Feuerwehr sein? Ja. Warum? Weil es mal was anderes ist. Von wo kommt ihr? Mittelkragen-Sandsammer. Oh. Von Sand. Wieso seid ihr so gut? Weil wir so viel üben und so. Tut ihr fleißig üben immer? Ja. Wie so als Mädchen bei der Feuerwehr? Ja, schon cool. Was ist so cool an der Feuerwehr? Einfach alles. Mit allen was zu machen, und das ist voll cool einfach. Natürlich geht es bei den Wettbewerben neben der praktischen Erfahrung auch darum, unter Zeitdruck sorgfältig zu arbeiten. Im Geist etwas gemeinsam zu erreichen, die Kameradschaft zu erleben und das Miteinander zu erleben, andere Jugendgruppen zu treffen, andere Menschen, neue Menschen kennenzulernen, sich auszutauschen. Ich denke, das ist in Zeiten wie diesen etwas ganz Besonderes, und da ist das Bewerbswesen ein Garant dafür.